Hallo Freunde, hier in dem Bildausschnitt seht ihr schon, worum es geht. Und wenn ihr wissen wollt, wofür die Fernbedienung hier ist, dann bleibt auf jeden Fall dran, weil sowas habt ihr noch nicht gesehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Alle Sachen, die ich hier benutzt habe, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's ab. Showing off. Don't wanna have to wait tonight. Wait tonight. Better off. I'm gonna find my way tonight. Way tonight. Won't you talk to me? I wanna heal your sorrow. Won't you talk to me? We'll make a new tomorrow. Won't you talk to me? One night to find the answer. Won't you talk to me? What makes this happy faster? So, nach dem ersten Test wird das Ganze natürlich jetzt noch ein bisschen schick gemacht, weil wir wollen natürlich, wenn das Ganze jetzt schon mal vernünftig gemacht wird, auch, dass das Ganze nachher dann auch vernünftig aussieht und zum restlichen Inneren passt. Also auf geht's. Die verkehrten Löcher hier vorne, die werden jetzt mit Dübeln gestopft, abgeschnitten vorne, bündig und dann wird das Ganze lackiert. Thank you.
liebe es. Ja. Oh, fuck you, ey. So eine Scheiße, Mann. Hier den Kabelkanal auch noch vorbohren. Zack. Ah. Schön. Schön, schön. Ja, Freunde, jetzt wollen wir auch mal zur Aufklärung kommen. Was habe ich hier eigentlich Verrücktes gebaut? Ja, ich fand einfach, dass meine Küche nach und nach schrottiger aussah, weil ich ja immer wieder irgendwas dazu gebaut habe. Die Kühlbox kam neu, dafür müsste das Fach größer sein. Dann guckte vorne die Kühlbox raus und. Das sah natürlich alles ganz schön schäddrig aus. Es hat funktioniert, definitiv, gar keine Frage. Aber mittlerweile ist mein Wunsch einfach, dass das Ganze auch ein bisschen schön aussieht. Jetzt habe ich mir was Neues überlegt. Ich wollte ja unbedingt von innen an die Kühlbox kommen und von außen natürlich auch. Und das beides zu kombinieren, ohne dass man den Herd abheben muss oder ähnliches, das habe ich jetzt hier geschaffen. Wie habe ich das Ganze überhaupt umgesetzt? Ich habe mir zwei Linearantriebe gekauft, die ich jeweils auf die linke und rechte Seite gepackt habe. Die haben einen Auszug von 300 mm. Das war wichtig, damit ich die Kühlbox im Endeffekt auch von innen aufkriege und an die Kühlbox komme. Was haben die Regalauszüge hier zu sagen? Die Linearantriebe haben selber keine Stabilität nach vorn und nach hinten und zur Seite. Aus dem Grund habe ich mir hier ganz normale Schubladenschienen, so Auszüge besorgt, die diagonal voneinander gesetzt, so dass wir jetzt auch hier drin eine ordentliche Stabilität haben. Wenn das Ganze ganz oben ist, wackelt es ganz leicht, aber sobald wir ein Stückchen runterfahren, ist das wirklich super stabil. Ich kann auch einen Kochtopf mit Wasser da oben drauf lassen. Die Dinger fahren jeweils 150 Kilo. Das hat keinen Sinn, das hat einfach nur den Sinn, weil das die günstigsten sind, die ich gefunden habe. Die Linearantriebe sind ausgestattet mit einer Steuerung, das ist eine ganz normale Schrittsteuerung, die war fertig dabei. Und dabei war sogar diese Funkfernbedienung, was auch ziemlich genial ist, finde ich. So kann ich aus jeder Position die Küche hochfahren und runterfahren. Aber man kann auch manuell einen Schalter benutzen. Und sobald die Küche unten angekommen ist, sind Endlagen verbaut, sodass sie automatisch stoppt. Und wenn sie nach oben gefahren ist, ebenfalls, sie stoppt automatisch. Was habe ich noch ganz zum Schluss gemacht? Ich habe noch einen kleinen Magneten hier befestigt, da, wenn man die Kühlbox öffnet, es einem sehr schwer fällt, die Kühlbox aufzuhalten und zusätzlich in die Kühlbox reinzugreifen. Das heißt, ich kann jetzt einfach ganz normal den Kühlboxdeckel ganz nach oben packen. Der Kühlboxdeckel schnappt auf. Wir können ganz frei und ohne Probleme an die Kühlbox kommen und können das Ganze dann auch wieder runterlassen. Nach wie vor kommen wir natürlich ganz praktisch von hinten an die Kühlbox, indem wir einfach dieses ganze Teil hier nach vorne ziehen und dann die Kühlbox ganz easy öffnen können. Das Ganze hat den weiteren Vorteil, dass ich jetzt an meinen Abwassertank ohne Probleme ebenfalls rankomme und den hier seitlich rausnehmen kann, um ihn zu entleeren. Jetzt ist noch die Frage, wo ist der Zuwassertank? Der befindet sich genau da, wo er vorher auch war. Um den wieder aufzufüllen, nehmen wir entweder die Kühlbox raus und kommen so ganz easy an den Zuwassertank ran. Oder wir fahren die Arbeitsplatte wieder nach oben, ziehen den Auszug aus und kommen so auch ganz easy an das Zuwasser und können es hier rausnehmen. Ein weiterer Vorteil von der ganzen Küche ist die Arbeitsplatzerweiterung. Dadurch, dass ich jetzt das Spülbecken sozusagen abdecken kann, das ist von unten gegengeschraubt. Das habt ihr ja im kurzen Ausschnitt gesehen. Und so kann ich die Platte wieder draufsetzen und habe ein bisschen mehr Fläche, um zu arbeiten. Zusätzlich ist das Ganze so darauf ausgelegt von der Höhe, dass ich gerade so den Herd noch öffnen kann und theoretisch auch noch einen Kochtopf hier drauf stehen lassen kann. Es ist natürlich sehr nah zur Decke, aber falls man mal von innen gerade kocht und dann von innen an die Kühlbox kommen will, ist das so auch kein Problem mehr.
Wow, ich bin selbst überrascht, wie gut das funktioniert hat. Das Ganze ist natürlich auch zu verschulden, weil ich mir vorher wirklich mal viele Gedanken gemacht habe, mir eine Zeichnung gemacht habe, beziehungsweise ein ganzes 3D-Modell, so auch überlegen konnte, wie ich das Ganze umsetze. Und das kann ich euch sagen, mache ich sonst einfach nie. Also ich habe nie mir vorher irgendwie riesen Gedanken gemacht, mir mal eine riesen Zeichnung gemacht, weil ich einfach der Bastler bin. Ich will loslegen, ich will anfangen und ich will einfach nur schrauben. Aber man sieht doch, auch mal wenn man ein bisschen plant, wird das Ganze auch wirklich so, wie man es erwartet. Und das ist definitiv passiert. Also ich bin mega, mega glücklich, dass alles so perfekt gepasst hat. Und bin jetzt einfach mal gespannt auf eure Meinung. Ganz klar, das mit diesen Linearantrieben ist natürlich jedem selbst überlassen, ob er das macht. Das ist natürlich nur eine kleine Spielerei. Aber ich liebe sowas und es funktioniert einfach zu 100% perfekt. Und aus dem Grund kann ich euch einfach auch nur mal raten, probiert mal ein bisschen was aus, seid ein bisschen kreativ, macht das, worauf ihr Bock habt. Und jetzt wünsche ich mir einfach nur noch, dass ihr unten in die Kommentare mal reinschreibt, wie ihr das Ganze findet. Und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Für mich war das mal eine ganz neue Erfahrung, mit so viel Planung daran zu gehen und es hat super viel Spaß gemacht. Und dass jetzt so ein Endergebnis rausgekommen ist, ist natürlich auch der Oberhammer. Also ich hoffe, wenn ich euch mal live sehe, dass ich euch das auch mal präsentieren kann, wie das Ganze im echten Leben aussieht. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Also haut rein!